So, jetzt läuft's. Hallo, ihr habt euch nicht verklickt. Ihr seid immer noch auf dem Kanal von Elin Sieler, also von Annika. Ich bin Stefan, ihr kennt mich vielleicht von Annikas und meinem Kanal Balkonzimmer. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute einen kleinen Gastbeitrag hier auf ihrem Elin Sieler Kanal, weil viele mich auch bei Balkonzimmer fragen: Hey Stefan, wie machst du eigentlich deine Haare? Wie machst du deine Locken? Erstmal dazu, ich habe von Natur aus Locken. Also ich mache mir die nicht groß, ich drehe mir die nicht ein oder so. Das ist also Natur und das, was ich euch jetzt erzähle, dafür solltet ihr schon Naturlocken haben, sonst funktioniert das nicht. Ich komme gerade aus der Dusche, ich habe mir die Haare jetzt ein bisschen trocken gerubbelt mit dem Handtuch, aber nicht zu sehr, also die sind noch feucht und also ich habe sie frottiert, nennt man das, glaube ich. Und dann kämme ich sie mir in die Richtung, wie sie sein sollen. Nachher, so grob vom Scheitel her. Das hat mich übrigens keiner bei meinem letzten Balkonzimmer-Video darauf angesprochen, dass ich beim Friseur war. Das ist nämlich jetzt viel dunkler als sonst. Nein. Genau, also ich habe jetzt in die Richtung gekämmt. Und mein Trick ist, mit dem ich das quasi meine Locken definiere, sodass die nicht so aufpuffen. Weil normalerweise, wenn ich die jetzt einfach trocknen lassen würde oder gar föhnen würde, hätte ich so einen Kopf. Ja, und es würde alles aufgepufft sein und die Locken würden nicht schön fallen. Und mein Trick, ich weiß nicht, ob es so außergewöhnlich und neu ist für euch, ist es, dass ich eine Glättungscreme, so einen Hitzeschutz quasi verwende, um die Locken zu definieren. Ich habe jetzt hier den von L'Oréal Paris Studio Hot Glatt. Den nehme ich immer, aber auch nur, weil der gerade da war, als ich mir das überlegt habe, das zu machen. Wir haben auch mal von Balea Trended Up Anti-Fitz-Kram, das funktioniert genauso. Also ich gehe davon aus, dass es gar nicht so sehr wichtig ist, was das für eins ist. Aber ich habe jetzt gute Erfahrungen mit diesem hier gemacht. Ich mache das so, wie es eigentlich hier auch draufsteht, so wie man das für glattes Haar machen soll. Okay. Ein bisschen, nicht besonders viel, auf die Finger. Verreibe das und wurschtel mir das dann so ins Haar. Das ist wirklich überhaupt keine große Zauberei. So. Und dann ist es eigentlich auch schon soweit. Dann knete ich das immer noch ein bisschen. So. Und jetzt sind die natürlich noch glatt und sind auch noch nicht so, wie sie nachher sein sollen. Das heißt, die müssen jetzt trocknen. Und weil ich ja eben schon gesagt habe, ich föhne die nie, muss ich sie Luft trocknen lassen. Das dauert natürlich seine Zeit, ist nicht gerade das Schnellste, aber ich mache das immer, weil wie gesagt, ich habe keinen Diffuser für den Föhn, mit dem würde es wahrscheinlich auch gut gehen, aber ich lasse sie einfach Luft trocknen und dann nachher habe ich relativ schöne Locken eigentlich, die vernünftig fallen, die vor allem auch als locker erkennbar sind, also schön definierte Locken. Genau, das war so ein kleiner Tipp von mir für alle Jungs und Mädels mit Locken, die mich gefragt haben, wie machst du das eigentlich? Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß auf dem Elin Sieler Kanal von Annika und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt oder gerade auch von uns, ja, von Annika und mir zusammen, dann guckt euch unseren Balkonzimmer Kanal an. Das ist ein großer Spaß. Also wir haben immer viel Freude mit unseren Videos, die zu drehen und so. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also schaut vorbei und da sieht man sich vielleicht. Und wenn mir noch irgendwas Tolles, Beauty-mäßiges für Jungs einfällt, dann werde ich Annika fragen, ob ich nochmal einen kleinen Gastbeitrag machen darf für ihren Kanal. Also macht's gut und auf bald! So, da bin ich nochmal kurz wieder. Ich bin auch blöd, weißt du, ein Video machen, in dem es darum geht, wie ich meine Haare mache und dann das Ergebnis nicht zeigen, ist total bekloppt. Also hier bin ich wieder mit dem Ergebnis meiner Haare. Ich bin heute ehrlich gesagt gar nicht so sehr zufrieden, aber vielleicht seht ihr das hier. Es funktioniert. Das glänzt jetzt mit diesem Licht hier ziemlich stark. Die sehen nicht so fertig aus in echt, wie es jetzt in der Kamera aussieht. Aber ihr seht, es sind richtige Locken, die sich da gebildet haben durch diese Creme. Wenn ich die jetzt einfach nur Luft trocknen lasse, dann ist dieser Effekt nicht so stark da. Einfach nur Luft trocknen lasse oder gar föhne, ohne diese Creme meine ich. Also diese Creme brauche ich, damit es diesen Effekt hat mit diesen einzelnen Locken.
Genau. Also, nochmal sagen, schaut beim Balkonzimmer-Kanal vorbei und wenn ihr wollt, dass ich nochmal wieder hier einen Gastauftritt habe, dann schreibt das in die Infobox oder schreibt Annika eine Mail oder so und sagt, hey, wir wollen ja Stefan sehen. Also, habt noch einen schönen Tag und bis bald.